Es ist schon krass, was sich in den letzten 5, 6 Jahren im Permanent-Make-up-Bereich getan hat. Eine Sache ist gleich geblieben, seit ich vor 35 Jahren angefangen habe. Alle wollen sie gerne ein bisschen fülligere Lippen haben, ein Tickchen mehr Volumen haben. Und da muss man einfach schauen, dass man das richtige Mittelmaß trifft. Also ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass man das nicht zu extrem übertreibt mit dem Permanent-Make-up und auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel Hyaluron reinballert. Wenn man beides in einer gekonnten Dosierung schafft, dann macht es richtig, richtig Spaß. Und wenn man mal schaut, was für Techniken sich verändert haben. Früher hat man ja sehr deckend gearbeitet, hat die Farben sehr zart ausgesucht und ist dafür aber sehr mächtig mit der Farbe reingegangen. Und heutzutage, wo eigentlich eher so pudrige Techniken angesagt sind, wo man eigentlich die Kontur gar nicht mehr zeichnet, sondern wirklich nur noch mehr oder weniger pudrig die Farbe in die Haut reinbringt, nimmt man viel knalligere Farben, aber trägt die ganz transparent auf. Und ich war jetzt gerade eben wieder in Rotterdam, in Düsseldorf, auf verschiedenen Meisterschaften, immer mal wieder in der Jury als Fachvortrag, auch in Riga wieder gesprochen. Und da hat sich's einfach gezeigt, dass die modernsten Techniken, die am besten angenommen werden, tatsächlich eben diese Powdery oder Aqua Lips sind. Und selbst innerhalb der Technik hat sich wahnsinnig viel getan. Man muss sich halt im Klaren sein, dass eine frische Pigmentierung, und hier ist es so gemacht, dass außen etwas intensiver, nach innen die Farbe mit Weiß verdünnt worden ist, dass es quasi so einen leichten Candy-Look kriegt. Wenn das frisch pigmentiert ist, sieht es durch die knalligen Farben noch sehr mächtig aus, aber es heilt eben super natürlich ab. Und das ist das, was man damit einkalkulieren muss und wo man natürlich auch die Kunden ganz klar darauf hinbringen muss. Wenn das nachher abgeheilt einfach eine schöne, gleichmäßige Tönung der Lippe ist, die überhaupt nicht auffällt, dann kann man auch Konturen, die einfach relativ schwach sind von Natur aus, kann man eine Kontur schärfen. Das ist jetzt auch wieder ein Bild direkt nach der Behandlung. Man soll die Kontur aber als solche gar nicht mehr sehen können, sondern das ist ein fließender Verlauf in eine gesamtgetönte Lippe. Sieht im Prinzip aus, als würde man Lippenstift nehmen und den so ein bisschen wie Wölkchen auf der Lippe verteilen, ohne scharfe Außenkontur. Und dann sind abgeheilte Zustände eben so, dass es eine schöne, klare Kante hat, es ist eine schöne Tönung in der gesamten Lippe zu sehen, und das ist das, wo eigentlich die Reise hingeht. Und das Tolle ist eben, dass man dann auch an den Kunden, wo unbedingt eine Überzeichnung nötig ist, also wo einfach von Natur aus eine schiefe Lippe ist, wo man vielleicht auch ein bisschen was wegnehmen muss, die Technik so einsetzen kann, dass man auch quasi mit einer älteren Technik eine etwas gedecktere, ich sehe, eine Leberwurstfarbe quasi zum Übermalen nimmt und dann einen schönen Roséton quasi, um auf der ganzen Lippe nochmal eine Einheit zu zaubern. Und das sind Techniken, wie sie einfach sehr modern sind und wie sie sehr schön sind. Und zum Thema Überzeichnen habe ich hier ein Bild. Ich hoffe, die Kundin verzeiht es mir. Die hatte bei mir um Hilfe angefragt, weil ihre Lippe immer stärker übermalt und übermalt und übermalt wird. Und ganz ehrlich, wenn ich die eigene Lippe hier innen drin schon sehe und die Überzeichnung so weit nach hinten geht, Leute, ganz ehrlich, das ist too much, das ist zu weit und das wirkt ja schon grotesk. Also man verzeihe mir, dass ich das jetzt öffentlich mache, aber das ist einfach eine Zeichnung, die darf so nicht sein. Da ist es wirklich besser, im Vorfeld mit dem Chirurgen oder mit einer plastischen dermatologischen Klinik zu arbeiten, bisschen Hyaluron reingeben, so wie wir das hier gemacht haben. Da war die Oberlippe ganz klein, dann ist ein Tickchen Hyaluron in die Oberlippe reingegangen, der Rest ist mit dem Permanent-Make-up aufgefüllt worden, klare Kante gesetzt, minimal übermalt und die Frau hat ihre große Oberlippe, wie sie sich die gewünscht hat. Das sind eigentlich so Techniken, wie man sie heutzutage sehen möchte. Und das Tolle ist, wir geben das auch immer sehr, sehr gerne weiter. Und ich möchte euch, liebe Beauty Queens und liebe Beauty Forum Fans, ganz, ganz herzlich einladen. Wir haben bei uns in der Beauty Academy und bei GoldenEye jetzt wieder dieses Jahr im September einen Kongress, wo die Weltmeisterin für Augenbrauenpowder dabei ist, die Weltmeisterin oder Vize-Weltmeisterin für Lip Powder. Wir haben wirklich internationale Gäste. Das Tolle ist, es ist gratis. Ihr könnt euch
einfach anschauen, wie die Leute arbeiten, ohne dass es darum geht, welche Farbe nimmt sie, welches Gerät funktioniert, mit welcher Nadel arbeitet sie. Jeder arbeitet mit seinem Equipment. Das ist komplett firmenfrei und deshalb darf jeder kommen. Möchte ich euch ganz herzlich einladen. Und wenn ihr Lust habt, dann zeige ich euch jetzt nochmal, wie dieses Puder auf dem Übungsmaterial ausschaut. So, ich habe jetzt hier wirklich die knalligste Farbe rausgesucht. Und wenn wir das dann mit relativ langsamen Geräteeinstellungen oberflächlich arbeiten und diese Farbe so pudrig in die Lippe mit reinbringen, mit relativ flotten Bewegungen, das ist jetzt auch eine Mehrfachnadel, das sind 7 Nadeln, die gleichzeitig die Farbe in die Lippe reinbringen, aber eben schön pudrig das Ganze, dann tönt man damit ganz genial eine Lippe in relativ zackiger Zeit. Man muss natürlich so ein paar Kleinigkeiten beachten. Einer Kundin, die eben nicht so geschminkt sein möchte wie ihre Oma mit Lippenkontur und allem drum und dran, sondern eben nur diesen Aqua-Lip-Look haben möchte, dann kann man wirklich so nach und nach die Farbe ganz sanft aufbauen. Und das ist einfach der Trick dabei, wenn es perfekt sein soll.